Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Ulefone Note 8P Smartphone. Wenn du noch unsicher bist, ob dieses Smartphone für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Ulefone Note 8P werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, kaum ein technisches Gerät hat das Leben der Menschheit so verändert wie das Smartphone, ja. Heutzutage in fast jeder Hosentasche, in fast jedem Rucksack zu finden. Warum ist das eigentlich so? Weil du mit einem Smartphone sehr, sehr viel nützliche Funktionalität in einem relativ kleinen und handlichen Gerät vereinen kannst. Hier beim Ulefone Note 8P haben wir natürlich in erster Linie ein günstiges Smartphone am Start. Für wen könnte das geeignet sein? Zum Beispiel für Anfänger im Bereich Smartphones, die erstmal schauen möchten, hey, ist das Ganze überhaupt was für mich oder brauche ich das eigentlich gar nicht? Oder vielleicht für Sparfüchse im Hinblick der Smartphones, die sagen, hey, ich brauche jetzt nicht das allerteuerste Smartphone, ja? Mir reichen hier so ein, ja, die Funktionen hier reichen mir einfach aus, ja? Für diese Zielgruppe bin ich der Ansicht, könnte so ein günstiges Smartphone wie dieses Ulefone Note 8P eine Option sein, ja? Ob es für dich das richtige Smartphone ist, ja, das musst du natürlich alleine entscheiden, ja. Es gibt sehr viele Smartphones auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum Ulefone Note 8P auch noch genauer anschauen. So, was haben wir hier? Ein 5,5 Zoll Display, ob dir das von der Größe reicht, ja, das musst du halt einfach selbst entscheiden. So, was haben wir hier noch? 2 GB RAM plus 16 GB ROM und Quad-Core-Prozessor. Diese Werte finde ich zu dem Preis absolut in Ordnung, ja. Ob das für dich reicht, musst du natürlich selbst entscheiden. Die Megapixel-Werte im Hinblick auf die Kamerafunktion ist für, das sind für heutige Standards vielleicht nicht die allerhöchsten Werte, ja. Aber wir müssen das Ganze natürlich in Relation zum Preis sehen, ja. Und ich finde, für ein derart günstiges Smartphone ist das durchaus in Ordnung, ja. Ob dir das ausreicht, ja, das musst du einfach selbst beurteilen. Insgesamt betrachtet würde ich das Ulefone Note 8P insbesondere als ein günstiges Smartphone bezeichnen. Vielleicht geeignet für Leute, die sagen, ich will erstmal einsteigen in die Smartphone-Welt. Ich will mal schauen, ob das für mich etwas ist oder eigentlich überhaupt nicht, ja. Oder eben für Sparfüchse in Sachen Smartphone-Kauf, die sagen, okay, dieser Funktionsumfang reicht mir vollkommen aus, ja. Alle Eigenschaften und Infos kannst du dir natürlich nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet würde ich das Angebot zum Ulefone Note 8P als fair bezeichnen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zum Smartphone verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.